Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Heute wird es richtig interessant, denn Julia Siegel hat nun zurückgekeift, nämlich gegen Claudia Effenberg. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Video. Dort habe ich den Angriff von Claudia Effenberg thematisiert und nun hat Julia Siegel darauf reagiert. Wenn ihr euch nicht mehr erinnert, ist nicht schlimm. In dem Beitrag, den ich euch gleich zeige, sind auch einige Ausschnitte noch einmal von Claudia Effenberg mit eingearbeitet. Das ist insofern für mich eine kleine Arbeitserleichterung gewesen, weil ich das nicht nochmal zusammenfassen muss. Dennoch solltet ihr wissen, dass bei Julia und bei Claudia eine Menge los ist. Um es mal nett zu formulieren. Da wir heute einen entspannten Montagmorgen haben und wir alle gemeinsam in diese Arbeitswoche starten, dachte ich mir, fernab von diesem ganzen verrückten Trash machen wir wieder eine leichte Kost, eine leichte Schlagzeile. Denn was ist der schönste Streit genau, wenn sich zwei streiten, mit denen man gar nichts zu tun hat, meine Lieben? Wenn ihr mir auch eine Freude machen wollt, schaut mal. Es fehlen nur noch 10 Abonnenten und dann haben wir es geschafft. 35.600, ein weiterer Meilenstein. Vielen, vielen Dank fürs Teilen dieser Videos und selbstverständlich auch ein großes Hallo an alle Neuen in dieser Community. Und jetzt würde ich sagen, Feuer frei! Es ist wirklich traurig oder unterhaltsam, je nachdem, wie man das sehen möchte. Claudia Effenberg und Julia Siegel haben sich nicht mehr lieb. Ja, wenn man es mal so platt ausdrücken möchte. Claudia Effenberg fühlt sich von Julia Siegel so ein bisschen, ja, vorgeführt. Sie hätte behauptet, sie wäre pleite. Und das geht natürlich gar nicht. Entsprechend hat sie auch relativ heftig gegen Julia Siegel gehetzt. Sie hat sie geblockt auf Instagram, all diese Sachen. Es ist, wie gesagt, es ist sehr leicht. Ja, aber ich wollte mit euch leicht in den Montagmorgen starten. Und nun gibt es einen neuen RTL-Beitrag, die Julia Siegel interviewt haben. Ich muss zugeben, in diesem Beitrag ist halt immer wieder auch das von Claudia mit eingearbeitet, aber für die Zuschauer, die anderes Video nicht kannten, ist das vielleicht sehr, sehr gut. Deswegen, wir brauchen das Katzenreporter-Tablet und schalten mal rüber zu RTL. Was ist das Tolle an Mallorca und Hamburg? Beide Orte liegen zum Glück weit genug auseinander für zwei Streithennen wie Claudia Effenberg und Julia Siegel. Ich möchte mit der auch wirklich nichts mehr zu tun haben. Das ist für mich alles komplett an den Haaren herbeigezogene, gequirlte Kacke. Was los mit dir? Das. Ja, erstmal hier die Fluppe an, ja. Also ich meine, dass ich verstehe halt auch nicht, dass RTL diese Zigarettenbeiträge auch immer noch so mitzeigt. Aber das ist so dieser, ich würde ja schon fast sagen, eigener Fetischkreis, den Julia Siegel da mit ihrer Zigarettenleidenschaft anspricht. Auf jeden Fall seht ihr aber also alle Aufnahmen mit Claudia in diesem Gucci-Anzug, ja, der für mich so ein bisschen wie ein Schlafanzug aussieht. Das sind alles Aufnahmen, die ihr eigentlich schon kennt, aber alles, was hier im Sonnenuntergang mit Kippe ist, ist Julia. Eine schrecklich nette Familie. Herzlich willkommen. Fragt sich an diesem Wochenende nicht nur Julia Siegel. Wir sind mit der DJin auf Mallorca verabredet. Hier will die 49-Jährige eigentlich Urlaub machen, abschalten, den Dschungelstress vergessen. Aber auch auf Spaniens beliebtester Insel gibt es Internet. Und was Julia da aus Deutschland hören muss, macht auch eine erfahrene Streithenne erstmal sprachlos. Aber mal ganz ehrlich, da ist aber RTL auch ein bisschen dran interessiert an diesen ganzen Streitereien. Ja, muss man sich mal vorstellen. Also, erst einmal hat ja RTL Claudia Effenberg interviewt bei diesem Friseureröffnung oder was es da war, ich weiß es nicht genau. Und da war schon so das erste Gebiefe. Und dann reist man Julia Siegel vielleicht extra nach Mallorca nach oder aber man war zufällig vor Ort und konfrontiert sie dann mit diesen Aufnahmen, um auch von ihr ein Statement einzufangen. Also, RTL ist schon sehr, sehr gut darin, so ein bisschen das Drama am Kochen zu lassen. Ich meine natürlich, wir sind aktuell im Sommer. Es gibt nicht so viel zu berichten aus dem Trash-Bereich. Aus dem Trash-Bereich gibt es nicht allzu viel zu berichten. Deswegen versucht man hier schon so ein bisschen die Gemüter zu erhitzen. So zumindest meine fachmännische Meinung. Ich habe mir die Gästeliste vorher schicken lassen. Unsere Kamera läuft noch keine Minute. Da läuft Claudia Effenberg am Mittwochabend bei der Friseursalon-Eröffnung von Tim Matthä in München aus dem Nichts schon auf Hochtouren. In München ist eine absolute Zickeria. Also, ich habe ganz viele ganz lieb, aber ich könnte auch manchen, die dürfen mich über den Weg laufen. Ich habe mir die Gästeliste vorher schicken lassen. Jetzt muss man wissen, dass Claudia vor 3 Jahren mit ihrem Mann Stefan von München nach Hamburg gezogen ist. Auf unsere Frage, was sie an der bayerischen Hauptstadt denn vermissen würde, kommt völlig unerwartet diese Antwort hier. Ich vermisse keine Julia Siegel. Sorry, Julia.
Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das einfach auch ein Teil davon ist, so diese künstlichen Streitereien, dass man das einfach braucht, um auch im Gespräch zu bleiben. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären, warum sie in diesem Moment ausgerechnet über Julia spricht. Wir haben das aber schon in der Stunde danach mitbekommen, dass auch hier Claudia nicht so begeistert von Julia ist, was man ja durchaus verstehen kann. Ich möchte mit der auch wirklich nichts mehr zu tun haben. Und auch Münchens Partymaus Verena Kehrt steht auf Effenbergs No-Go-Liste. Mit der möchte ich noch weniger zu tun haben. Das ist nicht meine Welt. Und wenn die beiden Frauen dann noch zusammen irgendwo auftauchen, ist Claudia... Weg bin ich. Wo kommt das denn plötzlich her? Darüber muss Julia Siegel erstmal nachdenken. Claudia Effenberg lässt also Events sausen, wenn der Name Siegel oder Kehrt auf der Gästeliste steht. Den Grund liefert sie gleich mit. Aber für uns Fachleute ist doch schon ganz interessant, wie RTL das Interview mit Claudia nochmal neu aufgearbeitet hat. Ja, das kennen wir ja schon, wie gesagt, und das nochmal so ein bisschen animiert haben und so. Wie gesagt, wir brauchen das, um warm zu werden, die Geschichte. Deswegen lasse ich das jetzt auch laufen. Aber grundsätzlich sind die Aussagen, die Claudia hier gebracht hat, auf jeden Fall nicht an Frieden interessiert. Ich glaube, das können wir alle festhalten. Ich brauche solche Leute nicht um mich herum. Die machen mich aggro. Eine harte Aussage, mit der die ehemalige Freundin erstmal gar nichts anfangen kann. Solche Leute nicht um mich herum, sie machen sie aggro. Also wenn ich jetzt ihre Sprachnachrichten an mich nehme, wie lieb sie mich hat und ob ich für sie kochen kann und wie toll ich bin. Also aggressiv waren die Nachrichten jetzt nicht. Wir hören uns ein paar Sprachnachrichten aus dem letzten Jahr an. Agro ist da niemand. Aber was ist in der Zwischenzeit vorgefallen? Julia Siegel und Claudia Effenberg kennen sich schon seit 30 Jahren. Die Partys in Münchens VIP-Szene in den 2000ern legendär. Aber die Zeiten sind jetzt wohl eindeutig vorbei. Ich finde die Art und Weise, wie Claudia gerade über mich lästert, ist boshaft, unüberlegt, kindisch, aus dem Nichts raus. Ich befürchte, dass es ihr einfach gerade emotional vielleicht nicht gut geht, dass sie deswegen um sich schlägt. Kann man natürlich so sehen. Ich finde auch, dass Julia hier schon im Recht auch ist. Ne? Also wir kennen die Vorgeschichte nicht, aber was wir beurteilen können, ist, dass Claudia Effenberg den ersten Stein ins Rollen gebracht hat, den ersten Schickeria-Goldklumpen geworfen hat. Das können wir schon sagen. Und entsprechend muss ich dann auch sagen, sehe ich Julia hier auch insofern im Recht, dass sie jetzt natürlich darauf reagiert und auch sagt, ey Leute, mal ganz ehrlich, also was soll das? So, also das ist schon etwas, was ich auch hinterfragen würde. Allerdings finde ich, ja, wir gucken mal erstmal weiter, schätzen das noch ein. Fakt ist, hinter Claudia Effenberg liegt ein ganz hartes Jahr. Das erzählt sie uns auch auf der Saloneröffnung am Mittwochabend. Ich habe eine Hüft-OP gehabt, wir haben eine neue Hüfte bekommen. Ich habe eine Lungenembolie bekommen, Weihnachten, ich wäre fast gestorben. Claudia fühle sich von vielen aus Münchens Schickeria im Stich gelassen. Nach dem Motto, aus dem Auge, aus dem Sinn. Stattdessen habe, Zitat, irgendein Münchner gestreut, sie sei pleite. Aber da sei ja nun gar nichts dran, klärt uns Claudia Effenberg auf. Dann denkst du dir immer so, sag mal, geht's noch oder was, ne? Und würde ich jetzt hier so stehen? Nee, würde ich mir einen Flug buchen, nur um zu meinem Friseur zu kommen, hört sich sehr dekadent an, ich mach's aber. Es ist halt auch wirklich peinlich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich halt so Menschen höre, die ganz klar verteidigen, dass sie nicht pleite sind, ich finde, das hört sich immer ganz, ganz cringe für mich an. Ich finde das wirklich peinlich. Also tut mir wirklich leid, wenn ich das so sage, aber Menschen, die der Meinung sind, sie müssen glaubwürdig verteidigen, dass sie nicht pleite sind, sind Menschen, denen ich ungern zuhöre, weil ich das ganz schlimm finde. Es ist doch mir egal, mir persönlich ist es doch egal, ob Menschen sagen, dass ich pleite bin oder nicht. Ich selber weiß doch, was ich habe. Und das ist doch das, worauf es ankommt. Nicht, was andere über mich glauben. Aber ich glaube, dass mir halt einfach auch wirklich das Feingefühl fehlt, mich in diese Promi-Welt hineinzudenken, weil ich halt einfach kein Promi bin. So einfach ist das, ja. Und ich will auch nicht so ein Promi sein, glaubt mir. Julia Siegel beteuert in unserem Interview, die Pleitegerüchte kommen nicht von ihr. Und sie wehrt noch einen Vorwurf ab. Es geht um dieses Kleid, über das Julia laut Claudia 2022 gelästert haben soll. Nein, habe sie nicht, sagt Frau Siegel. Generell findet die DJin, Claudia nimmt sich gerade ein bisschen zu wichtig. Wir sind alle keine A-Prominenz, Claudia ganz weit entfernt auch davon. Ich sehe uns da eigentlich in so einer gemeinsamen Riege. Also sich da drüber zu stellen, zu sagen, ich bin besser als die anderen C-Promis.
Ja, ist sehr arrogant und überheblich. Claudia Effenberg sieht das anders. Sogar ihr Mann, Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg, habe ihr dazu geraten, den Kontakt zu Julia und Verena Kehrt abzubrechen. Ein Botschafter für einen Club wie FC Bayern. Ich glaube nicht, dass der möchte, dass seine Frau im Fernsehen über andere Menschen lästert. Bleibt die Frage nach dem Warum. Offene Rechnungen von früher, Julias Auftritt im Legendendschungel, Verena Kehrts Negativschlagzeilen der letzten Monate. Die ist übrigens das ganze Wochenende feiern auf dem World Club Dome in Frankfurt. Zu ihr hat Julia eigentlich auch keinen Kontakt mehr. Bis jetzt. Ich habe eine Nachricht gerade. Von Verena. Da geht es eigentlich komplett am Arsch vorbei, sage ich mal. Ja, und vielleicht lässt sie sich diese Ist-mir-doch-egal-Einstellung auf dem Musikfestival ja auch genau dorthin tätowieren. Was sagen wir denn hierzu? Und die Frage ist natürlich auch noch, wohin? Ist das Verenas Statement zum Divendrama? Wir erhoffen uns von Julia eine Antwort auf die Frage, was ist denn nun konkret vorgefallen? Also, wenn ihr mich fragt, ich finde von allen dreien, Claudia Effenberg, Julia Siegel und Verena Kehrt, finde ich Verena Kehrt immer noch mit am schlimmsten. Ich weiß nicht warum, doch, ich weiß ganz genau warum. 2 Jahre Berichterstattung hat mir gereicht über sie. Also ja, ich weiß ganz genau warum, weil ich finde von allen dreien ist vor allem am unehrlichsten. Ja, so, das ist so das, was mir einfach aufgefallen ist. Da geht es um ganz, ganz viele Aussagen, die sie damals getätigt hat. Ich finde sie einfach noch weniger authentisch als Julia Siegel und Claudia Effenberg. Ja, ich weiß nicht, also da bin ich schon sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und ich wundere mich, dass Verena Kehrt hier auf diesen Beef-Sturm gar nicht aufgesprungen ist. Das hätte ich eigentlich von ihr gedacht. Julia hat keine Ahnung, nur eine gewagte Vermutung. Dann müsste man einen Promilletest machen bei ihr. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Julia Siegel denkt, Claudia Effenberg will Aufmerksamkeit. So habe sie in ihr allerdings einen guten Menschen an ihrer Seite verloren, sagt Julia noch. Ja, aktuell sieht es nach einem Schlussstrich aus. Aus Freundinnen sind Feindinnen geworden. Aber vielleicht sollten die zwei einfach mal miteinander sprechen, statt übereinander. Ja, könnte doch RTL mal arrangieren, oder? Dann 2 bei Calvas, warum nicht? Ich meine, da wären sie doch alle wieder zusammen. Also, man hört hier schon eindeutig, dass Julia Siegel so ein bisschen das Thema Alkohol gespielt hat. Claudia Effenberg soll mal einen Promilletest machen. Ja, es ist halt, das sind halt so diese giftigen Waffen, mit denen man dann schießt, um dann wieder irgendwelche Flöhe in die Ohren zu setzen. Jetzt hat Claudia Effenberg auf dem Konto, erstmal so, auf dem Konto hat sie nichts im Prinzip, ja. Sie hat jetzt erstmal dieses ganze Thema, sie wäre pleite auf dem Konto und jetzt hat sie auch noch dieses ganze Thema Alkohol auf dem Konto. Deswegen, so ein Streit zwischen ehemaligen Freundinnen geht immer schief, geht immer blöd in eine Richtung, wo ich mir wirklich vorstellen kann, das schadet langfristig einfach nur das Image. Man kommt natürlich ins Gespräch, die Leute reden über einen, das ist in dem Moment dann alles ganz toll und ganz super, man hat Presse und ich glaube nicht, dass es für diese Art von Interviews Geld gibt. Ich glaube nicht, das sind ja mehr so diese Beiträge, die man mitnimmt, weil man selber was davon hat, nämlich Reichweite. Aber ich glaube nicht, dass RTL diese Beiträge bezahlt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Auch Presseartikel, das ist ja auch so ein Irrglaube, dass man da Geld für kriegt. Nein, nicht immer. Also es gibt ja diese 50€ Bildgebühr. Ich glaube, das hat Iris Klein mal irgendwie angesprochen. Also es gibt für Informanten kann es Geld bei der Zeitung geben. Allerdings muss das auch wirklich schon eine krasse Story sein und die hat man normalerweise ja auch nicht. Das ist so das eine. Das andere ist das Bild, der eh selber schon immer gut in Anführungszeichen informiert ist und auch diese RTL-Beiträge, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie groß bezahlt werden. Ganz im Gegenteil, die sind ja daran interessiert, in diesen Medien stattzufinden, damit man halt einfach auch als Zuschauer den Eindruck bekommt, dass immer noch eine Julia Siegel und eine Claudia Effenberg irgendwie aktuell ist. Aber für mich persönlich, ich finde halt die beiden Damen gar nicht aktuell. Ich finde auch Verena Kehrt gar nicht aktuell. Die beiden könnten oder die drei könnten wirklich mit ihrer Reichweite so viel Gutes tun, anstatt sich hier so dämlich übereinander zu äußern und so wie die RTL-Sprecherin es auch gesagt hat, es wäre einfacher, einfach mal aufeinander zuzugehen. Aber ein Friedensschluss bringt halt nur einmal einen guten RTL-Beitrag, während ein ständiges Gekeife und Gebiefe einen oder mehrere RTL-Beiträge bringt und das ist natürlich erst einmal ein bisschen besser für die beiden. Ich bleibe auf jeden Fall bei euch dran. Ich finde, gerade auch in der Dschungelcamp-Berichterstattung danach ist es sehr interessant, auch bei Julia Siegel ab und zu mal nachzuforschen, was sie so tut. Allerdings tut sie aktuell nicht sehr viel, außer zu feiern. Ja, und das sehe ich eigentlich bei allen. Irgendwie haben alle die Leichtigkeit des Lebens, den ganzen Tag feiern zu gehen und Champagner zu trinken.
Ein Leben, was ich mir tatsächlich nicht wünsche. Meine Lieben, ich wünsche euch vom Herzen einen guten Start in diesen Montag, in die neue Arbeitswoche. Habt ein gutes Wetter, eine gute Woche und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen heute um 11 und natürlich auch um 14 Uhr zu unseren täglichen Trash News. Bis dahin erstmal alles mit Liebe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dankeschön. Tschüss.